So, da wären wir wieder. Und bevor ich jetzt irgendwas riskiere, bin ich einfach mal vom Hauptmenü aus gestartet. Denn ich will jetzt wieder genau da sein, wo wir eben gerade aufgehört haben. Und der lebt viel zu lange. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Aber das sieht gut aus. Also es sieht nicht gut aus, dass wir die Statue nicht mehr haben. Aber das ist auf jeden Fall unser Speicherstand. Sehr schön. Das hat mich doch ein wenig traumatisiert mit dieser doofen Steam Cloud. Und ich will die Spinnenseite da aufheben. Na komm, drehen wir die Karte. So. Also, primäres Ziel war es, eine neue Fleischstatue aufzustellen. Dazu bräuchten wir das gute Fleisch. Um an das gute Fleisch ranzukommen, müssen wir die Schweine umbringen. Und warum hatten wir den Rucksack hingeschmissen? Na gut, wir haben recht viel Lebensenergie, recht viel Essen. Aber man kann immer mehr haben. So, und ein Fleisch benutzen wir jetzt mal, um wieder ein Schwein rauszulocken. So, du kommst mal mit. Ziehen wir kurzfristig wieder das Amulett an, falls uns das Schwein one-hittet, was ich irgendwie nicht wirklich glaube. So, komm mal her. So, und wieder ein Stück Fleisch. Wir hätten vielleicht doch nicht so viele Hütten bauen sollen. Also wir können die immer noch abreißen. Ich glaube, das mache ich mal ganz kurz. Wir schnappen uns einfach. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Wir reißen mal hier eine Hütte ab. Oh, gedrückt halten wäre auch nicht schlecht. Hammer, Hammer, Hammer. Und warum isst du da irgendwas auf? Die Schweine sind echt komisch teilweise. Aber ich brauche erstmal Platz im Inventar. Du bist gekocht. Du wirst dann da reingesteckt. Warum folgen die mir, obwohl ich ihnen kein Fleisch gegeben habe? Oder sieht das nur so aus? Ja, sieht nur so aus. Nein, wow. Und den bösen Hammer aus der Hand. So. Ich wollte eigentlich nur mein Zeug hier einsortieren. Wir brauchen wahrscheinlich neue Steine. Was brauchen wir noch für die Schweinehütten? Diese Ringelschwänzchen. Und ich glaube, die haben die Schweine gerade aufgegessen. Ah, die sind so eklig manchmal. Aber na gut, wir brauchen 2 Bretter und 4 Ringelschwänzchen. Ja, damit wären unsere Ressourcen mal eben wieder weg. Bretter, Bretter. Davon haben wir bestimmt keine mehr auf Vorrat. Oh, doch, haben wir. Sehr schön. So. Und jetzt setzen wir mal schön weit abseits noch eine Schweinehütte hin. Oh, ich höre schon wieder die Hunde. Das ist nicht gut. So, aber jetzt haben wir wenigstens unsere Schweine hier um uns herum. Den Backpack bringen wir mal ins Lager. Wie bereiten uns jetzt die Hunde vor? Die Fallen funktionieren nicht. Wir haben keine Fleischstatue, wir können keine Fleischstatue demnächst bauen. Wir haben keine Rüstung. Brauchen wir Holz und Seile. Seile hatten wir gerade reingesteckt. Und Holz können wir ganz schnell mal hacken. Ah, komm schon, Schweinchen. Genau, verprügelt den doofen Wolf. Und esst nicht das Fleisch, ihr. Ah. So, Angriff, Angriff, komm schon. Das ist Wolf Nummer 3. Das ist Wolf Nummer 4 und der ist rot. Komm, 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 komm. Oh, nicht Feuer, nicht Feuer, nicht Feuer. Okay, es scheint kein richtiges Feuer zu sein. Nummer 5, Nummer 6. Das sind ja eine Menge Wölfe. Und greift ihn doch mal an. Ülalü. Okay. Das können wir erstmal hier einlagern. Da reinlagern. So. Ich hätte gerne die ganzen Zähne. Aber ja, die Schweine haben sich bezahlt gemacht. Und wir haben Tag 59. Nur so fürs Protokoll. Und es wird gleich dunkel. Ja. Ich hätte gerne noch ein Schweinerippchen von dir da oben. Komm.
Ich habe keine Zeit für so einen Unsinn. Nein, nein, du gehst nicht nach Hause. Dich müssen wir abfangen, bevor du... Na also. So. Was für ein Krampf, nur um an ein bisschen Fleisch ranzukommen. Also irgendwas mache ich da falsch. Aber ja, ich denke mal, jetzt wird es jeden Tag dasselbe sein. Wir gehen einfach zu der einen Hütte, bringen das eine Schwein um und dann kriegen wir so irgendwann unser gutes Fleisch zusammen. Und wir haben jetzt ja auch hier die ganzen Fallen, womit wir mehr normales Fleisch bekommen. Und das Inventarmanagement ist Hölle. So, du gehst bitte wieder hier rein. Du gehst bitte wieder da rein und die Spinnen kommen. Genau, bringt ja Schweinchen um, dann muss ich es morgen nicht machen. Ja, aber die essen auch das Fleisch auf. Warum essen hier alle das Fleisch? Da ist keine Haxe mehr, nö. Nee. Die Federn könnten wir auch langsam mal aufhören zu sammeln. Ich habe so einen Sammeltrieb. Na gut. Du da rein. Du kochen für morgen zum Schweine anlocken. Falle neu aufstellen. Die ganzen Wolfszähne. Daraus wollte ich ein Kleidungsstück machen. Unter was war das Kleidungsstück? Wahrscheinlich unter den ganzen Klamotten hier unten. Beekeeper-Head, Feather-Head. Oh, für den Federhut brauchten wir zwei Tentakelfetzen. Ich glaube, wir hatten noch einen gefunden. Oder war das in dem Speicherstand, der nicht mehr da ist? Hm, Top-Heads und 16 Spinnenseide, nö. Daper-Vest. Ein Zahn fehlt. Hm. Ist hier nicht noch irgendwo ein Zahn? Und warum ist zweimal Spinnenseide in den Kisten? Schon besser. Jo, da ist noch ein Zahn. Sehr schön. Und wie viel Seide war das? Das könnte der Haken sein. Also abgesehen davon, dass wir es erst noch erforschen müssen, aber, Miner Head, nein. Football Helm, nein. Daper Vest. 8 Spinnenseide und 200 Punkte. Also 8 Spinnenseide haben wir, glaube ich, gerade. Haben wir genau. Weil die Ressourcen passen schon mal perfekt. Man könnte sagen, es wäre vorbestimmt, dass wir diese Weste bauen. Aber 200 Forschungspunkte, das ist ein Knackpunkt. Na gut, wir verforschen mal ein wenig Gras. Aber es wird ewig dauern, bis wir hochkommen. Spielzeug oder irgendwas anderes aus den Gräbern haben wir nicht. Was ganz nett wären, wären diese Vogeleier. Aber ich werde mich auf diese Insel vorerst nicht wieder wagen. Das war mir doch ein zu krasses Erlebnis mit dem bösen Auge. Da gibt es jetzt auch die wildesten Theorien, dass es nur unter Vollmond aggressiv wird und so eine Scherze. Ich werde mich einfach erstmal davon fernhalten. So oder so. Und wenn ich das nächste Mal dahin gehe, dann mit einem ganzen Trupp voll Schwein. Neuer Tag, sehr schön. Wir nehmen die Samen mal mit. Und warum haben wir 20 Dünger dabei? Ach, wir wollten neue Felder bauen, ne? Ja, du bist hungrig. Das Essen brauchten wir aber eigentlich für die Schweine. Das heißt, du machst dir bitte mal ein paar Eggplants, solange das Feuer noch brennt. 1, 2. Boah, die bringen richtig gut Nahrung. 2 Samen, muss irgendwas neu gesetzt werden. Jo, du und du und du. Und eigentlich könnten wir die alten Farmen ja abreißen mit dem Hammer, um die Ressourcen wieder zu bekommen und dann nur die besseren bauen. Hm? Ja, alles später. So, das eine Kringelschwänzchen kann wieder zurück in die Kiste. Die Zähne und die Weste, die Dinge da behalten wir erstmal. Obwohl 200 Forschungspunkte, das dauert so ewig. Ich glaube, ich verforsche mal. Die Federn hatten wir, glaube ich, schon getestet, ne? Aber testen einfach nochmal. Wir sind bei 68. 76. Oh, 8 Punkte. Das ist okay. Zumal wir noch einen zweiten Stapel davon, glaube ich, haben. Auch wenn er nicht besonders groß war. Und wir bekommen immer wieder Federn. Durch die ganzen Fallen hier unten. So. 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 Nicht da, sondern... Oh, das waren rote Federn. Na gut.
Also ja, ich werde es wahrscheinlich bereuen, weil ich daraus eigentlich das Blasrohr basteln wollte und eventuell bald diesen Federhut. Aber ich hoffe mal einfach, dass wir bis dahin neue Federn gefunden haben. Zumal das da unten schon wieder ausgelöst wurde. Also ja, das kriegen wir schon hin. So, 196, 204. Sehr schön. Wir hätten gerne die Daper West und würden die gerne herstellen. So, und jetzt mal mit Shift draufklicken. Es ist ein Ding. Also es passt zu seinem Schwarz-Weiß-Gesicht. Aber es ist wieder ein Gegenstand, wo wir nicht wissen, was er macht. Kommt in die Kiste. So, du kommst da erstmal rein. Wir tragen lieber unser Amulett. Obwohl, jetzt haben wir ja wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Tage Ruhe vor den Wölfen. Dann können wir auch den Rucksack tragen. So. Und du. Und nicht vergessen, wir wollten ja eigentlich Schweine töten. Lass mich immer viel zu leicht ablenken. Von Bärenbüschen zum Beispiel. Und ich hoffe mal, dass die hier hinten dann nicht aggroen, wenn ich den hier angreife. Wo auch immer er ist, da ist er ja. Ja, genau du. Komm schon, bleib stehen. Okay, ich mach's anders. Ich fütter dich. Und dann bring ich dich um. So hält er wenigstens still. Auch wenn das ein wenig eklig ist mit dem Dünger, aber ja. Also ein Stück Fleisch mehr. Das heißt, wie viel brauchten wir für diese komische Statue? 4. Oh, das könnte schon hinhauen. Jo, das passt. Sehr schön. Das heißt, wir stellen dich erstmal auf. Wir legen den Hammer wieder in die Kiste. Wir legen die Zähne zurück in die Kiste. Oder den Zahn. Wir essen dich. Und wir verkochen dich, sobald das Feuer da ist, wofür wir aber kein Holz haben. Denn wir wollten ja eigentlich auch noch Kohle sammeln gehen. Aber das müssen wir einmal machen. Jetzt will ich erstmal unbedingt die Fleischstatue wieder haben, falls mal wieder irgendwas schief geht. Und eigentlich hätte ich gerne zwei Fleischstatuen. Einmal eine hier, damit wir direkt im Lager respawnen können. Und einmal eine irgendwo anders. Und dann würde ich gerne wissen, wo man denn respawnt, wenn man stirbt. Weil es wäre doof, wenn wir hier angegriffen werden würden und direkt da wieder auftauchen. Das, ja, wäre nicht so sinnvoll. Richtig schön wäre es, wenn man es dann aussuchen könnte. Also wenn man stirbt, kriegt man so ein Auswahlmenü. Und dann taucht man darauf, wo man es gerne hätte. Aber das wäre wahrscheinlich dann auch wieder zu einfach. Ich meine, das Ding ist ja so schon tierisch überpowered. Wir können jetzt nicht mehr sterben. Das ist schon eine recht mächtige Fähigkeit. Achso, und es wurde vorgeschlagen, ich sollte doch mal den Hammer nehmen. Und gucken, ob ich die Statue wiederverwerten kann. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Hammer. Da. Weil das ja immer noch hier auf dem Boden liegt. Und ja, es wird dunkel. Hammer. Au. Oh, es geht nur weg. Na gut. Liegt es wenigstens nicht mehr in der Gegend rum. Ist ja auch okay. So, gutes Fleisch. Nicht essen. Kochen. Genau. Dann kommst du mit darauf und wir hätten gerne die Zutaten für das Ding da. 4 Bretter und 4 Haare. Die Haare hatten wir zurückgelegt. Na, doofer Hammer. Die Haare hatten wir zurückgelegt. Die Bretter werden das Problem sein. 2, 3. So, 4. Da ist schon wieder eine Spinne. 2 Bretter. Also wir müssten noch Holz haben. Ich hoffe aber mal, dass die Tannenzapfen über Nacht reichen. Ne, komm, wir sammeln noch ganz schnell Gras. So. So. So, ich habe keine Lust, dass mitten in der Nacht das Feuer ausgeht. Und jetzt stellen wir die Bretter her. 1, 2. Und wir stellen die Fleischstatue mal. Warum können wir sie hier nicht hinstellen? Da könnten wir sie hinstellen, direkt in der Farm. Aber das ist komisch. Hier unten.
Das wäre aber schon ziemlich außerhalb des Lichtradius. Direkt neben das Feuer hätte ich es auch ungern. Na komm, dann halt dahin. So, schon haben wir es wieder einigermaßen sicher. Gute Sache. Den Dünger schmeißen wir in die Kiste. Wo auch immer Platz ist, genau. So, uns fehlt jetzt noch ein Haar für eine zweite Statue. Und jede Menge Fleisch. Aber das Fleisch können wir nach und nach bekommen. Das heißt, jetzt essen wir erstmal noch eine Kleinigkeit. Dann verforschen wir die... Ne, komm, die Söldnerlager. So. Und dann machen wir morgen was? Wir holen die Kohle, würde ich sagen. Ist zwar nichts wirklich so Wichtiges, aber dann haben wir es schon mal hinter uns. Müssen nicht mehr das Holz verfeuern. Den Hammer können wir wieder da reinpacken. Sonst mache ich nur Unsinn damit. Genau. Stöcke haben wir. Das Bugnet kommt auch erstmal rein. Müssen wir nur unbedingt daran denken, dass wir das mitnehmen, wenn wir mal wieder mit der Mining Cap losziehen. Damit wir nachts ein paar Fireflies einsammeln können. Und der Kürbis-Dingens ist weg. Den hatte ich aber hier schon gesetzt, oder? Ist jetzt ärgerlich, dass ich es nicht weiß. Oh, und er hat seinen Bart bekommen. Sehr schön, das passt doch. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.